Apprentice. My gears are adjust, my steam is built. Soon I will spill that blue water and split the egg, the atom, my soul. And there will be a very great burning that we might make the world clean. Be proud, for this is your doing. Until you steeped me in the blood of your own, I was nothing but rotten architecture. You have made me, and I will make the world anew. Jawohl, mit diesen einleitenden Worten beginnt unsere nächste Folge von Amnesia, Machine for Pigs. Wir sind immer noch im Herz der Maschine. Und es wird immer psychedelischer. Das LSD scheint zu wirken. Es war wohl im Schnitzel drin. Und ich gehe in einen Tunnel, den noch kein Mensch zuvor betreten hat. Dessen bin ich mir sicher. Jetzt sind es nur noch er und ich. An meinen Ärmeln bildet sich Frost. Die tödliche Stille und die eiskalte Luft sagen mir, dass ich dem Ziel nahe bin. Ja, das hoffe ich doch. Das Ende zieht sich schon sehr lange. Ein wenig zu lange, obwohl es ist eigentlich das Beste bisher am Spiel. Das Ende. Nicht ganz so langweilig wie der Anfang. But why did you take my children? I, Mandus. Of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Then I am damned for a filicide. Genau. Du sagst es. Gut, dass du es auch begreifst. Was? Organ. Orgon, Verteiler Danks, nicht Organ. Bäh. Ist nochmal mit einem Schwein zu rechnen? Ich glaube schon, es grunzt gewaltig da unten. Jemand wurde vom Schwein gefressen, wie es aussieht. Es hat danach geklungen. Aber wer ist denn noch hier, außer mir? Ich glaube, das ist alles meine Einbildung. Das kann nicht real sein. Was war da eigentlich? Manchmal sind die Zettel noch versteckt. Abseits. Gibt es Bonusnachrichten zu finden, aber klar, diesmal nicht. Einzige Mal, wo ich nachschaue, gibt es natürlich keine Bonusnachricht. Egal. Alles zu. Da nicht. Ich höre meine Kinder singen, aber es sind Jungs, keine Mädchen. Wahrscheinlich ein Wunschtraum, ich hätte auch ein Mädchen haben wollen. Ein gemischtes Doppel. Ah, sehr gut. Brauche ich nicht kurbeln. Was ist denn das? Die Schweinetanks. Was steht denn da? Mandus Processing Company, ja. Das bin ich. Meine Firma. Oh, irgendwas geht zu Bruch. Das Schwein ist bei mir. Beeilen uns. Oh, da ist noch ein Schwein materialisiert. Nein, ich wollte den Hebel betätigen, du Rindvieh. Du Schwein. Was auch immer. Was? Was habe ich falsch gemacht? Muss ich schneller sein? Oh. Okay, das erste Schwein hat es zerrissen.
Machen wir jetzt mit dem zweiten auch. Ich war so kurz davor. Wo ist es? Nein, es ist da! Es ist da! Was? Ich hab's geschafft. Schweine sind zerfetzt worden. Das war ziemlich Hightech-Schwein. Muss ich sagen. Supersau war das, die Supersau. Machen wir wieder Licht. Da oder da? Die Frage beantwortet sich von selbst. Was muss ich jetzt kaputt machen? Was ist das hier? Elektrogravitische Ausblendung. Was? Gravitisch? Gravitatisch, praktisch gut. Unnütze Räume. Es geht in den gravitischen. Ich bin mir gar nicht sicher, was wir jetzt noch machen. Ich meine, die Story ist mehr oder weniger abgeschlossen. Wir wissen Bescheid. Wir sind das Schwein. Was jetzt? Jetzt haben wir die Maschine repariert, dann kaputt gemacht und jetzt wollen wir sie wieder reparieren, oder was? Only to save you. Only to spare you. I would have given my soul to spare you. Wo bin ich? And it's alone. Im Himmel. Ja, was hast du eine Kinderwahn hat er, glaube ich. I will put it right, my darlings. All of my wrongs will be righted. All of my sins washed clean. Washed clean. Mit klarer Seele oder was? Kann ich nicht lesen. Ja, wir wissen es bereits. Ja, dann halt in der nächsten Welt. But no. In meinen Zielen suche ich nach Anweisungen, was? Verhöhnt mich das System? Oh, ich muss meine eigenen Antworten suchen, das ist blöd. Put aside your misguided crusade and let me save them. You may hate me, Mandus, but I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this, a far greater slaughter awaits you there. I seek to see you in the slaughterhouse now, before millions fall beneath history, pushed under by blame. Was? So? Ah, Gott sei Dank. Oh, wow! Heilige! What now? Nein, nicht schon wieder sowas. Schwäne sind wieder bei mir. Oh, da ist es schon. Schnell, andere Richtung. Es ist hinter mir her. Ich glaube, ich habe es abgeschüttelt. Eines ist explodiert. Oh. Oh. Ich, was? Ich bin gefangen im... Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Na, das ist doof. Das ist scheiße. Nur um das Ende hinauszuzögern, machen sie jetzt so einen Scheißdreck. Legt mich doch am Arsch. Das ist völlig unnötig. Sag mir wenigstens, was ich tun soll. Wieder einen Hebel betätigen oder was? Da kommen die Sauen, ja. Und? Ich sehe keinen Ausweg. Ah. Ah, glaube nicht. Ja, wie?
Oh Gott, war das bescheuert. Das konnte man gar nicht auf Anhieb schaffen, wenn man nicht weiß, wo es lang geht. Ja, wenn einem nichts besser einfällt, macht man es so. Ja und? Fahr los! Ah, dieses blöde, bescheuerte Blur! Wir wissen es bereits, dass du besoffen bist. Nee, sag bloß, ich muss noch. Oh. Ich muss das jetzt ein paar Mal machen, oder was? Nee, da ist zu. Bescheuerte Rätsel hoch 3 sind das. Das kann man nicht als Rätsel bezeichnen. Das ist ein Scheißhaufen. Such die Leiter. 3,0. Super Texturen auch, schau. Vom C64. Die Spule habe ich betätigt. Super. Noch eine. Keine Ahnung, was das ist. Lyrik in visueller Form. Ein Chor. Aha, jetzt habe ich... Ich glaube, ich muss wieder runter, ha? Ja, da geht's nicht. Ah, das Geschüttle! Super, ja. Wir wissen's bereits, dass alles Bach runter geht. Kletter schneller! Ja. Meine Geduld ist bald zu Ende, sage ich dir. Nicht bald was passiert. Wie viel Schuldgefühle kann man haben, bitte? Setz dich in den Beichtstuhl. Enoch Edwin Oswald und ich. Wer bin ich? Kunibert. Bosch. Schon wieder weiß. Es ist wieder blau. Ja, save the world. Wer bist du? Und wen interessiert's, wer du bist? Was soll ich machen mit dem Scheißdreck? Ich gehe einfach in die andere Richtung. Super, es war mal alles grün, dann war es weiß, jetzt ist es blau. To save humanity, ridding them of their painful, stupid, pointless lives. Das Einzige, was hier stupid und pointless ist, ist das Spiel selbst. Think about what you are doing for your children, Mandus. Darauf. I did not kill your children, Mandus. You sacrificed them on the temple steps, knowing what the coming century would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel on the banks of the Somme. Könntest du bitte schneller sprechen, damit ich schneller laufen kann? Da stehen sie. Machen immer dieselbe Handbewegung. Da oben auch. Was bin ich in der Mitte, ich weiß. Das Schwein. Geht's noch langsamer? Oh, oh, oh. Mandus. Oh, Mandus.
Hier auf! The Vault Boy! Oh, schau dir das an! Daddy! Ist das eine Pyramide? Die Lampe ist weg. Nein, ich muss das alles in dem Tempo ablaufen! I have dug trenches for the refugees. I have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into faith. A child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent Mandus trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Mandus. Na, wie lehrreich. Das ist das Wort zum Sonntag, oder was? Geht's noch theatralischer? Peinlich theatralisch. Mein Aspect Ratio ist am Arsch. Oh! Was ist das? Das erinnert mich an das Ende von Brazil. Wie in dem Stuhl sitzt und weiter träumt. In Wirklichkeit ist er schon brain dead. Au. Was mache ich? Kann mich nicht mehr bewegen. Brumm. Was ist das? Au, ich glaube, es bohrt sich irgendwas in mich. So genau wissen wir es nicht. Ich glaube, wir werden es auch nicht erfahren. Was jetzt genau passiert ist, ist eigentlich auch irrelevant. Ich hoffe, es kommt die Schrift. Noch nicht ganz. Noch ein kleiner Schwenk über das Ort, über den Ort des Geschehens. Begleitet von theatralischer Klaviermusik. I lay there and watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from. When the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out. And in that moment, the new century was born. Mhm, 1900. Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen. Gab's zumindest den Millennium Bug noch nicht. Obwohl, die Maschine hatte einen Bug. Das war's, hoffe ich. Ja! Ja, es war's, ja! Gut, was soll ich sagen? Das Spiel ist scheiße, mehr kann ich nicht sagen. Obwohl, es ist im Grunde kein Spiel, es ist mehr eine interaktive Geschichte mit wenig Interaktivität. So könnte man es sagen. Von Frictional Games, my ass. Wenn es Frictional Games selbst gemacht hätte, wäre es besser geworden, bin ich mir sicher. Und ja,
das war nicht wirklich ein Nachfolger von Amnesia 1. Es kann nicht mal das Klowasser reichen, dem ersten Teil, und sollte eigentlich nicht assoziiert werden damit. Obwohl das Spiel versucht, Assoziationen herzustellen, indem es dieselben Texturen verwendet, dieselben Gegenstände rehasht. Also man kann gar nicht anders, als an den ersten Teil erinnert zu werden. Und damit tut sich das Spiel selbst keinen Gefallen. Also am besten Schwamm drüber und auf einen richtigen zweiten Teil von Amnesia hoffen. Vielleicht bastelt ja Frictional Games schon daran. Hoffen wir das Beste. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Bis bald. Tschüss.